Deprivationstank. Weißt du, was ein Deprivationstank ist? Es ist ein Behälter, in dessen Inneren du von allen Sinneseindrücken völlig abgeschnitten bist. Du schwebst im körperwarmen Salzwasser. Nicht der geringste Laut dringt an deine Ohren. Kein Licht trifft auf deine Augen, ganz gleich, ob sie nun gerade geöffnet oder geschlossen sind. Es gibt auch keine Gerüche oder Geschmacksempfindungen. Und nicht einmal der Tastsinn deiner Haut kann dir irgendwelche Eindrücke von der Außenwelt vermitteln. Für manche mag das nach Entspannung klingen. Nach Meditation. Und hierfür wird diese Vorrichtung tatsächlich auch eingesetzt. Allerdings bergen diese Tanks auch den Schlüssel zu einem dunkleren Geheimnis. Denn so angenehm es sein kann, für einige Zeit von unserer lauten und hektischen Außenwelt abgeschnitten zu werden und einfach nur zu sein, irgendwann mutiert der Segen zur Folter. Denn die Kehrseite der Ruhe ist die Isolation. Straftäter in Einzelhaft können dir ein trauriges Lied davon singen. Und so wird eine ähnliche Methode auch gerne benutzt, um Geständnisse und Informationen zu bekommen. Denn der totale Ausfall der Sinne verändert Menschen. Frage dich einmal selbst, wer bist du noch, wenn du nichts mehr siehst, nichts mehr hörst, nichts mehr riechst, schmeckst oder fühlst? Was ist dann überhaupt noch Realität? Alles, was dir dann noch bleibt, ist dein Denken. So scheint es jedenfalls. Doch Opfer dieser Foltermethode, der sich auch einige mutige Freiwillige im Dienste der Wissenschaft ausgeliefert haben, berichten davon, dass sie nach einiger Zeit auch ihr Denken im Stich lässt. Ihre Konzentration lässt nach. Sie können keinen komplexen Gedankengängen mehr nachgehen. Ihr Geist trübt zunehmend ein und nicht einmal mehr ihre Gedanken können ihnen ein Trost in der vollkommenen Stille und Dunkelheit sein. Denn um zu funktionieren, braucht unser Verstand Reize. Er braucht etwas, mit dem er sich auseinandersetzen kann. Wenn ihm diese Reize fehlen, hört unser Gehirn irgendwann damit auf, vernünftig zu arbeiten. Doch damit es gar nicht erst so weit kommt und wir als sabbernde und stumpfsinnige Amöben enden, gibt es eine Art Notfallroutine. Denn bald schon beginnt der Verstand der isolierten Personen damit, sich selbst eine neue Wirklichkeit zu schaffen. Farben und Formen erscheinen aus dem Nichts. Menschen, Tiere, Pflanzen, Straßen, Plätze, Häuser oder auch Fantasiegestalten. Ihre Gehirne füllen die unerträgliche Leere ihrer äußeren Realität mit einer gnädigen Flut von Bildern, die für sie irgendwann zur eigentlichen Wirklichkeit wird. Das wirft die Frage auf, ob diese Illusion, diese Matrix wirklich so schlimm ist, wenn man die Alternative bedenkt. Und es wirft außerdem die Frage auf, ob sich dieses Spiel vielleicht nicht nur bei den bedauernswerten Teilnehmern solcher Experimente ereignet, sondern sich vielleicht schon bei jedem Einzelnen von uns abgespielt hat. Wer sagt dir eigentlich, dass das, was du um dich herum siehst, nicht allein in deinem Kopf stattfindest? Du erfährst deine Wirklichkeit über deine Sinne und alles, was dabei entsteht, sind Signale in deinem Gehirn, die ganz offensichtlich auch aus anderen Quellen kommen können. Zum Beispiel von innen. Mit anderen Worten, alles, was deinen Alltag ausmacht, könnte genauso gut nichts weiter als ein Theater sein, das sich dein verängstigtes Gehirn vorspielt, um nicht endgültig den Verstand zu verlieren. Und nur mal angenommen, ich hätte recht, wie sieht dann deine eigentliche Wirklichkeit aus? Ist es die ewige Leere des Alls? Ist es ein dunkler, einsamer Tank, in dem du schon viele Jahre liegst, mit irgendeiner Nährlösung, die in deinen Magen gepumpt wird, oder ist es etwas noch viel Bedrohlicheres, Bizarreres und Schrecklicheres? Eine Wirklichkeit, die so grausam und abstoßend ist, dass dein Geist kaum anders kann, als sich eine schönere herbeizufantasieren? Vielleicht ruht dein zerbrechlicher Körper in diesem Moment in den Armen grauenhafter Ungeheuer. Vielleicht kriechen dir in dieser Sekunde unzählige insektenartiger Geschöpfe über deine Haut, in deine Ohren, deine Nase und in deinen Mund hinein. Vielleicht verrottest du in einer dunklen Zelle mit Hunderten von Leichen und dein Geist hat den Fluchtweg genommen, den dein Körper nie beschreiten konnte, weil es ihn schlicht nicht gibt. Du kannst jetzt natürlich sagen, dass dich die Antwort auf diese Frage nicht interessiert und einfach dein Leben weiterleben. Mit all seinen Freuden und Annehmlichkeiten. Und ja,
du kannst natürlich einfach unbekümmert weiterlachen, lieben und lügen. Das Problem dabei ist nur, nach deinem Tod wirst du die Wahrheit erfahren. Ob du es nun willst oder nicht. Ein Bildhauer. Manche von euch würden mich als Monster bezeichnen. Als Psychopathen. Als Mörder womöglich. Dabei arbeite ich nicht anders als jeder Bildhauer. Ich entferne das Unwichtige, damit die Schönheit vom Ballast befreit wird, der sie trübt und gefangen hält. Ein Maler hat es leichter. Er kann bei Null anfangen, kann einfach erschaffen, ohne sich mit dem zu beschäftigen, das bereits vorgegeben ist. Er ist in seiner Schöpfung völlig frei. Ich dagegen habe es nicht so einfach. Ich muss mit dem Material beginnen und arbeiten, welches mir zur Verfügung steht. Aber das ist schon in Ordnung. Ich liebe diese Herausforderung. Ich lebe dafür. Und ich bin gut darin, mit ihr zu arbeiten. Mein Auge erkennt sofort, welche Elemente abgeschlagen und herausgelöst werden müssen, um die verborgene Schönheit zu befreien. Egal, ob aus dem Stein, aus der Gesellschaft, aus einem einzelnen Menschen oder aus einem Gesicht. Im Grunde macht es kaum einen Unterschied. Nehmen wir zum Beispiel diesen Mann hier. Er hat ein wunderschönes Gesicht. Feine Wangenknochen. Ein makelloses Äußeres. Aber seine Zunge kann nicht aufhören, Lügen zu verbreiten und andere niederzumachen und zu beleidigen. Dadurch entstellt er nicht nur sich selbst. Er zerstört auch die Schönheit in anderen. Ihr sonniges Lächeln, ihre Lebensfreude, ihre Schaffenskraft. Seine Zunge ist das Gegenteil von Schönheit. Sie stört das Gesamtbild. Und deshalb muss sie entfernt werden. Ohne unnötige Qualen, versteht sich. Mit einem sauberen, glatten und ästhetischen Schnitt. Dann kann er gehen. Natürlich wird er mich anzeigen wollen und mir die Polizei hinterher schicken oder selbst Rache nehmen wollen. Aber das haben schon viele versucht. Gewieftere als er und mit mehr Verbündeten und Geldmitteln wollten mich töten oder einsperren lassen. Manche wollten mich sogar foltern, so wie ich sie angeblich gefoltert hätte. So eine Verleumdung. Dabei versuche ich doch stets, all die hässlichen Schmerzen zu minimieren. Geschafft hat es keiner. Am Ende wird dieser Mann aufgeben und einfach weiterleben, und die Welt kann sich weiter an seiner äußeren Schönheit erfreuen. Natürlich könnten auch seine Hände Lügen verbreiten. Das ist mir durchaus bewusst. Aber sie sind so schön und glatt. Ich würde sie ihm ungern abschneiden. Ich werde mich erst darum kümmern, wenn er sich erneut mit Lügen und Anfeindungen versündigt. Dann werde ich ihn finden und sie ihm nehmen. Jeden Finger und auch die Handfläche. Das ist mein stilles Versprechen an ihn. Denn ich finde sie alle wieder. Egal, wo sie sich verstecken. Auch das ist eine Gabe von mir. Genau wie bei dieser Frau, Julia hieß sie, von letzter Woche. Erst hatte ich ihr nur ihr Haar genommen, weil ich ihre Frisur nicht ertragen konnte. Im Grunde hätte man ihren Friseur dafür umbringen müssen. Immerhin hat er dieses Desaster verbrochen. Aber das sollen andere tun. Ich kümmere mich um Schönheit, nicht um Gerechtigkeit. Jedenfalls hatte sie einen schönen Körper und durfte vorerst weiterleben. Dann aber kam dieser Autounfall. Die Schönheitschirurgen hatten ihr Bestes versucht. Aber sie haben auf ganzer Linie versagt. Julia war nicht länger eine Zier für ihre Umwelt. Nicht nur die hässlichen Narben und das verbrannte Fleisch störten mich. Auch ihr Selbstmitleid und ihre abnehmende Lebensfreude. Sie hatte all ihren Tatendrang verloren. Hätte sie weiter gemalt und Geschichten und Lieder geschrieben, wie sie es früher getan hatte, so hätte ich über ihr entstelltes Gesicht hinwegsehen können. Denn sie hatte wirklich beachtliches Talent. Aber sie hat ihre Tage vor dem Fernseher oder im Bett ihres abgedunkelten Zimmers verbracht. Und so habe ich sie eines Nachts besucht und sie mit ihrem tränennassen Kissen erstickt. Dann bin ich wieder verschwunden und weitergezogen. Es gibt so viel für mich zu tun.
Diese Welt ist voller Potenzial, aber auch voller Hässlichkeit. Um nicht noch einen Burnout zu bekommen, habe ich vorerst einen Kompromiss mit mir selbst geschlossen. Solange ein Mensch der Welt mehr Schönheit gibt als nimmt, lasse ich ihn in Ruhe. Deshalb ertrage ich auch den Anblick so vieler äußerlich hässlicher Menschen. Durch ihre Taten und ihr Wesen machen sie diese Welt zu einem besseren Ort, als es ihre abscheulichen Körper vermuten lassen. Wenn aber dieses Gleichgewicht kippt, muss ich aktiv werden. Natürlich auch bei hübschen Menschen, die zu viele hässliche Taten vollbracht haben. Das ist mir ein inneres Bedürfnis, dem ich nicht widerstehen kann und will. Manche Menschen lösche ich dann vollständig aus. Bei anderen, wie unserem Freund hier, nur die schlechten Teile. Die Verzweiflung in seinen Augen, jetzt, wo ich das Messer an seine Zungenwurzel setze, besitzt fast wieder eine eigene Schönheit. Seine nuschelnden Schreie, als ich mich durch sein Fleisch schneide, schon weniger. Außerdem bewegt er sich viel zu viel. So bekomme ich niemals eine schöne Schnittkante hin. Falls ich abrutsche und sein Gesicht entstelle, muss ich seine Existenz vielleicht ganz beenden. Also sollte er lieber stillhalten. Schon in seinem eigenen Interesse. Genau das sage ich ihm auch. Und ich glaube, er versteht mich. Als ich seine Zunge ganz entfernt habe, betrachte ich die Schnittkante und bin zufrieden. Beinahe perfekt. Heute Abend kann ich mich mit einem guten Glas Wein belohnen. Glücklicherweise habe ich genug Vermögen, um keiner anderen Arbeit nachgehen zu müssen. Ich kann mich ganz und gar der Schönheit widmen. Morgen geht es dann weiter. Dann werde ich einen meiner üblichen Gänge durch die Fußgängerzonen irgendeiner Stadt in Deutschland machen und nach Makeln in meiner Skulptur suchen. Ich werde sie verfolgen und beobachten und mehr über sie erfahren. Auch dazu habe ich die Mittel. Du fragst dich jetzt vielleicht, wer ich bin, dass ich einfach so über Leben und Tod entscheide. Du wirst einwenden, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Und damit hast du recht. Aber ich bin dieser Betrachter, und ich muss nur entscheiden, was für mich schön ist. So wie jeder von uns. Dir steht es frei, deinen Idealen zu folgen. Deiner Vision. Ich aber arbeite nur an meiner Skulptur und daran, sie zur Perfektion zu bringen. Ich danke dir trotzdem, dass du meinen Ausführungen zugehört hast. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages auch im wirklichen Leben. Dann werde ich ganz bestimmt feststellen, wie schön du bist. Wenn euch das Video gefallen hat, unterstützt mit einem Like und kommentiert. Und abonniert für weitere Horror-Creepypasta. Vielen Dank.